Wenn ihr wissen wollt, was das hier ist, dann bleibt auf jeden Fall mal dran. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Potplanter, euren Kanal rund um die Pflanze. Und heute möchte ich euch mal ein kurzes Vorstellungsvideo von diesem Monopel hier zeigen. Und zwar ist das hier eine Haltevorrichtung für eure Blumen- oder Pflanzenampel. Ganz einfach gemacht, aber sehr robust und super clever. Denn das Coole ist, ihr könnt hier eine Pflanzenampel aufhängen, die weder geschraubt oder geklebt werden muss. Also ihr müsst nicht irgendwo in die Wände bohren. Nein, ihr könnt das Teil ganz einfach aufhängen und das Teil hält auf jeden Fall ordentlich was aus. Ich habe da mal fest dran gezogen, also weit über 2 Kilo Zucht drauf gemacht. Das Ding bleibt auf jeden Fall easy peasy hängen. Also da könnt ihr auf jeden Fall eine richtig schwere Pflanze dran aufhängen. Ja, in dem Video sieht man hier, ich habe das mal gemacht. Ich habe mal den Topf gewogen. Der wog einiges. Dazu kam dann hier noch eine Alocasia Stingray. Und zwar hier in einem Lechuza-Topf. Da drinnen befindet sich Wasser und mineralisches Substrat. Und zusammen waren wir da über 1,6 Kilo schwer. Und das Ganze habe ich dann auch an den Haken aufgehangen. Und damit hatte der Haken überhaupt gar kein Problem. Bombensicher. Und das Coole ist, wir müssen das Ding hier noch nicht mal großartig. Festbohren oder festkleben oder sonst irgendwas. Wir hängen es einfach oben drüber, machen das Fenster zu. Wir können das Fenster auch weiterhin ganz normal nutzen, ohne Probleme oder Einbußen und fertig. Das Ganze könnt ihr bestellen. Pro Bestellung kriegt ihr eine Box mit 4 von diesen Exemplaren drin. Und ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ne? Kostet ungefähr 15 Euro. Link ist unten in der Beschreibung. Viel Spaß damit!